Bei der Schmerztherapie ist es also so, es hilft nicht gegen jede Art von Schmerz, aber insbesondere bei Tumorgeschichten und Bandscheibensachen und sowas, da ist es eigentlich immer sehr stark angezeigt und in den USA auch als erstes verschrieben worden. Die Frage ist jetzt, wie kann man es zu sich nehmen? Wir haben in Deutschland zwei zugelassene Medikamente, Dronabinol und Sativex. Das kriegen 6000 Leute, übrigens meistenteils MS-Patienten. Hat einen gewaltigen Nachteil. Es hat nur zwei der Alkaloide der Pflanze und ist von der Wirkung her, naja, Leichtbier. Ist es das Beste? Leichtbier. Damit kann man es am besten vergleichen. Es hilft ein wenig, aber nicht gescheit, kostet einen Haufen Geld, wird nur teilweise von der Krankenkasse erstattet und ist relativ teuer. CBD-Öl, das ist der Gegenspieler übrigens von THC, also so wie THC berauscht, holt einen CBD runter. Es gibt auch Sorten, da ist der CBD-Gehalt schon höher wie der des THC, das heißt, die lösen gar keinen Rausch mehr aus, sondern nur noch die Nebenwirkungen wie Entspannung, Angstlösung, Schmerzstillen und so weiter und so fort. Das CBD-Öl ist hierzulande legal erhältlich, ist nämlich ein Lebensmittel. Nachteil an der ganzen Geschichte, dadurch, dass man ja die Grundpflanze leider nicht herstellen kann, kommt die wiederum im Regelfall vom Schwarzmarkt und deswegen ist CBD-Öl ziemlich teuer. Das heißt, so ein kleines Fläschchen ist man mit 35 bis 50 Euro hierzulande dabei. Und das hält nicht allzu lange und auch da, Krankenkasse zahlt gar nichts. Für die Blüten gibt es aktuell 358 Erlaubnisinhaber in ganz Deutschland. Die Zahl ist eine Woche alt. Wenn man schon sieht, dass es zwischen 800.000 und 2,4 Millionen helfen, ist das ein Witz. Auch da wieder der Gag, zahlt die Krankenkasse nicht. Extrakte, die den Leuten eine bessere Darreichungsform ermöglichen würden, wie Rauchen oder Essen, in Deutschland nicht, ist verboten. Ist in den USA erlaubt, in den Niederlanden war es erlaubt und hat man dann im Zuge dem Kampf gegen den Cannabismissbrauch wieder verboten. Es gibt in den USA darüber hinaus sehr viele andere Darreichungsformen, das geht bis hin zum Zäpfchen. Das ist sehr gut für die Darmerkrankten oder auch für Leute, die nicht mehr schlucken können oder rauchen können oder ein Lungenproblem haben. Im Übrigen hat man auch festgestellt, dass die Leute, die Lungenkrebs haben und regelmäßig kiffen, länger leben. Jetzt ist zunächst mal die Frage, wenn das jetzt hier alles Common Sense werden soll, wer lässt das eigentlich zu? Weil aktuell müsste das Ganze nur als Medikament zugelassen werden, mit allem Schnuck und Schnuck, wenn man eine neue Tablette rausbringt. Die Frage ist auch, woher kommt das Wissen der Zulassungsstelle? Weil die hat ja keine Ahnung. Die hat ja keinerlei Erfahrungen mit dem Thema bisher und hat auch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse. Das sind ja Generalisten, die mit allem zu tun haben. Dann ist auch die Frage, wird die ganze Pflanze zugelassen? Nur einzelne Wirkstoffe aus der Pflanze? Wieder so wie bei Dronabinol und Sativex, kombinierte Produkte, auch ob das jetzt in Tabletten, in Zäpfchen, zum Spritzen, zum Rauchen, zum Nehmen, wie auch immer, das muss geregelt werden. Das ist nicht geregelt, das wird auch nicht geregelt, darüber hat sich bis jetzt hierzulande keiner Gedanken gemacht, weil ist ja verboten. Dann, wo soll es verkauft werden? Nur in der Apotheke und den lizenzierten Abgabestellen? Läuft es unter dem Betäubungsmittelgesetz künftig noch? Dann, wie sieht es aus mit der Abgabe an Jugendliche? Es gibt Kinder und Jugendliche, wo wir vorhin wieder beim Thema Epilepsie waren, da ist Cannabis durchaus indiziert. Wenn ich es jetzt aber generell für Jugendliche ausschließe, kriegen die Leute ihr Medikament nicht, das ihnen helfen könnte, das ihnen vielleicht sogar ermöglichen würde, ein ganz normales Leben, einen normalen Schulabschluss, ein normales Studium, einen normalen Job zu finden. Auch das ist nicht geregelt, weil man sagt immer, man muss es von Kindern weghalten. Ist im Genussbereich auch völlig richtig, aber den erkrankten Kindern muss man es dann auch genauso gut geben. Dann, was zahlt die Krankenkasse? Ungeregelt. Das heißt, nur die Krankenkasse soll was bezahlen, aber was, wie viel und wie man es mit ihnen abrechnet, ist nicht geregelt. Es ist auch nicht geregelt, wie es die Apotheke lagern darf. Momentan lagern sie es wie Morphium. Aber auch das ist nicht geregelt. Da kann theoretisch jederzeit die Polizei reinkommen und sagen, sie haben was, was sie nicht haben dürften. Wir hatten ja schon vorher auch das Thema Führerschein angesprochen. Das Problem ist jetzt, selbst wenn man es braucht, selbst wenn man es kriegt, darf man eigentlich überhaupt nicht mehr Auto fahren, egal ob man es genommen hat oder nicht. Wenn man jetzt den Leuten aber sagt, sie müssen es nehmen und ihnen gleichzeitig den Führerschein nimmt, obwohl sie eigentlich nüchtern sind, obwohl sie zum Beispiel Tourette mit dem Medikament 1000-mal besser Auto fahren können wie ohne,
gibt keine Regelung. Man hat sich keine Gedanken gemacht bisher, wie das dann eigentlich gemanagt werden soll. Scherzhaft hingeschrieben haben wir gleich Bahncard 100 für, auf Rezept für Patienten als Nebenwirkung. Kostet ja nur 4.000 Euro im Jahr. Zahlt ja die Kasse. Dann, ein solcher Patient möchte auch mal in den Urlaub gehen und nicht nur in den Schwarzwald, sondern der möchte auch mal wohin fliegen. Der möchte sein Medikament mitnehmen. In manchen Ländern kann er das nicht. Landet er direkt im Knast. Wie sieht es da aus, wenn seine spezielle Darreichungsform, die er braucht, wenn er das durch den Zoll mitnehmen muss, wenn er nur in Flieger in Malle geht, er darf es in Malle haben, er darf es in Deutschland dann haben mit seiner Erlaubnis, mitnehmen auf dem Flug darf er es nicht, da wird er hops genommen vom Zoll, das ist Schmuggel, Schmuggel ist kriminell. Dann ist nicht geregelt, wann bezahlen die Krankenkassen, was sollen sie eigentlich bezahlen und was passiert mit den Leuten, die nichts zahlen können. Sind die von diesem Medikament ausgeschlossen? Das wäre wiederum eine Härte, die vor keinem bundesdeutschen Gericht in irgendeiner Form länger Bestand hat. Andere Frage, wie sieht es mit dem Eigenbau aus? Es heißt ja, wenn den Leuten das Medikament, wie jetzt bei Bedrocan mit monatelangen Lieferverzögerungen, wenn das ihnen nicht zur Verfügung gestellt wird, dass sie dann andere Wege finden dürfen, um an ihr Zeug ranzukommen. Aber wie? Es gibt keine Regelung, es ist illegal, es ist auch nie angedacht, wie so etwas stattfinden könnte. Und was die dann noch anbauen dürfen. Zum Beispiel, es gibt in manchen Ländern eine Regelung, bis 5 Pflanzen ist okay. Das reicht dem durchschnittlichen Tourette-Patienten nicht. Geht nicht. Das, mit 5 Pflanzen kommt der nicht aus. Das heißt, er müsste sich einen Pflanzenbonus auf seine Frau, Verwandtschaft, Mutter oder sonst was holen, damit er sich selber genug anbauen kann. Dann heißt es sehr gerne, ja, dann gründet halt einen Cannabis Social Club, die bauen dann an und geben euch euer Medikament raus. Nicht in Deutschland. Auch da gibt es keine Regelung. Obwohl der Cannabis Social Club allein von dem, was er tut und von dem, was er für einen Vereinszweck haben müsste, um einer zu sein, problemlos von einem deutschen Finanzamt als gemeinnützig anerkannt werden müsste und damit auch Spenden kriegen könnte. Das Thema ist jetzt, es fehlt also, das ist etwas, was in Deutschland relativ selten ist, es fehlt tatsächlich mal an Gesetzen, es fehlt an Regularien, an Spielregeln, an allem. Und das nächste Problem, was wir da auch haben, es hat keine Ahnung. Es gibt keine Erfahrungswerte außerhalb von Colorado derzeit. Selbst in Amsterdam, in den Niederlanden gibt es nicht. Da ist es ja nur geduldet. Da weiß man auch nur, wie sehen die Verkaufsstellen aus, was verkaufen die an wen. Aber man darf zum Beispiel schon mal nicht wissen, wie der Lieferweg dahin aussieht. Die Belieferung des Coffeeshops ist in den Niederlanden illegal. Und wenn man als Kurier hops genommen wird, dann landet man im Knast. Also was machen wir als Piraten, wenn wir nicht wissen, wie wir es tun sollen? Wir klauen es woanders. Deswegen jetzt mal eine kleine Exkursion. Wie sieht es denn in anderen Ecken aus, wo etwas illegal war, undenkbar illegal sogar? Und wie hat man es da legalisiert? Ich fange mal mit dem an, was laut Bayerischer Verfassung § 111a immer noch verboten ist. Privaten Rundfunk. Ist in Bayern immer noch verboten, in den anderen Ländern ist es legal. Wie hat man das denn da geregelt? Weil auch da hatte man die heftigste Angst, was da passieren könnte, wenn man das erlauben würde. Und es gab jede Menge, die es aus dem Ausland nach Deutschland reingeschmuggelt haben, ohne dass es hier jemand überwachen konnte. Das sieht so aus. Rundfunk ist in Deutschland Ländersache, das heißt, jedes Bundesland kocht sein eigenes Süppchen. Man hat Regulierungsbehörden geschaffen, Landesbehörden. Man hat subjektiv ermittelt, wie viel Privatrundfunk braucht man wohl in dem Land. Das hat man ideologisch sehr unterschiedlich gehandhabt. Dann wurden die entsprechenden Kapazitäten ausgeschrieben. Es durfte sich jeder bewerben. Und danach, das ist ein Fachausdruck, das ist kein Scherz, das ist wirklich so, gibt es einen Beauty Contest. Das heißt, die Teilnehmer der Ausschreibung laufen über die Bühne und erklären dem Fachgremium, wieso sie die Besten, die Schönsten und die Tollsten sind. Und derjenige, welche, der dann den besten Eindruck gemacht hat, der kriegt dann die Zulassung. Das hat zur Folge, dass wir ein Oligopol haben in diesem Markt. Das heißt, es gibt wenige Anbieter, die sehr viel Programme gestalten und die verdienen, das ist das Beste, mit der Sache noch nicht mal gescheit Geld. Der Refinanzierungsgrad in Bayern, wo der private Rundfunk gewaltig subventioniert wird, liegt gerade mal bei 107%. Das heißt, diese Leute gehen das Risiko ein, 1 Million einzusetzen, um dann hinterher am Jahresende 70.000 Euro Gewinn zu haben. Das ist für einen Unternehmer ziemlich mau. Anderer Markt, Telekommunikation. Auch da darf man nicht vergessen, bis vor 20 Jahren, wer da sein Datenmodem mit dem Telefonnetz verbunden hat,
wurde härter bestraft, und da gab es auch härtere Strafen, wie das Auslösen einer Atomexplosion. Sehr ältere Computerclub-Mitglieder werden sich noch erinnern, wie man mit dem Datenmodem in der Telefonzelle mit zwei Leuten Schmiere dastand und gehofft hat, dass man nicht von der Staatsmacht hops genommen wurde. Und das ist auch tatsächlich dann passiert, mehr als einmal. Da gibt es eine Bundesnetzagentur, das ist eine Bundesgeschichte, die legt Grundspielregeln fest, hauptsächlich Verbraucherschutz und Technik und was untereinander die Marktanbieter gegenseitig verlangen dürfen, weil es hier marktbeherrschende Stellungen gibt, bei den Leitungen zum Beispiel. Sie sanktioniert, jeder Bürger kann sich auch darauf wenden, und die Preise werden, sobald die Regulierungsbehörde eine Marktbeherrschung feststellt, das sind zum Beispiel, wenn gewisse Marktanteile erreicht werden oder wenn es nur noch sehr wenig Anbieter gibt, dann legt sie die Preise fest. Beziehungsweise die Anbieter müssen sich die Preise vorher genehmigen lassen. Wenn mehr Anbieter etwas machen wollen, was nicht so viele machen können, zum Beispiel weil es nicht genug Frequenzen gibt, dann werden die versteigert. Vorher wird festgelegt, dass die Anbieter eine gewisse Mindestqualität bringen, zum Beispiel eine Finanzausstattung, eine Kaution, dass sie auch in der Lage sind, das zu machen. Und dann wird einfach versteigert, und wer am meisten Kohle hat, der kriegt's. Bei Alkohol und Tabak gibt es keine extra Überwachung. Jeder kann Zigaretten und Alkohol auf den Markt bringen, solange diese den hiesigen Normen entsprechen. Also zum Beispiel Höchstmenge an Nikotin, Höchstmenge an Kondensat, Alkohol, so und so viel Fuselstoffe. Und abgerechnet wird dann über die Finanzbehörden und den Zoll. Bei Medikamenten sieht es wieder so aus. Es gibt mehrere betroffene Behörden. Sie müssen ein langes Zulassungsverfahren machen. Das kann Jahre dauern. Mittelständler haben keine Chancen, und deswegen konzentriert sich die Pharmabranche auch permanent weiter. Das heißt, es gibt immer weniger Spieler auf dem Markt, die immer mehr Medikamente und Patente verwalten und auch dafür sorgen, dass sie nach wie vor noch gut verdienen. Jetzt ist mal die große Frage, jetzt habe ich lang erzählt, aber was ist jetzt das Piratige an der Angelegenheit? Was sind unsere Aufgaben? Die Aufgaben der Politik ist es, die Rahmenbedingungen für diesen künftigen Cannabismarkt zu schaffen. Die Aufgabe der Piraten ist es unter anderem, an diesen Gesetzestexten aktiv mitzuwirken, denn es gibt keine Erfahrungswerte. Die Referenten, die diese Gesetzestexte für künftig machen, haben keinerlei Praxiserfahrung. Es gibt ja auch, wie wir festgestellt haben, es gibt kaum Studien, und jeder sieht das aus seiner ideologischen Sicht. Das heißt, da müssen Leute einen Gesetzestext schreiben, die von der Materie keine Ahnung haben. Es gibt noch nicht mal vernünftige Daten, auf denen sie sich diese Meinung schaffen könnten, damit sie dann ein Gesetz machen. Das heißt, die Politik muss eine Langfriststrategie schaffen, wie sie denn das Thema gerne reguliert haben will. Und was unsere Aufgabe ist es, den Leuten, die betroffen sind, den Leuten, die betroffen sein könnten und den Leuten, denen es am Arsch vorbeigeht, diese Leute aufzuklären, dass sie wissen, mit was sie es bei dem ganzen Thema überhaupt mal zu tun haben. Was können jetzt wir hier konkret tun? Wir Piraten, nicht wir die Politik, sondern ganz konkret wir Piraten. Zum einen mal genau das, was ich gerade tue. Einen Vortrag halten, Präventionsarbeit, Veranstaltungen. Wir waren gestern auf einer Hanfveranstaltung. Wir machen auch noch eine. Wir werden Infoflyer produzieren. Wir werden auch diese wieder verteilen, unter anderem im Global Marihuana Marsch. Wir werden Stoffsammlungen und Infoangebote ins Netz stellen. Machen wir nämlich jetzt schon. Nur wir haben es so gut versteckt, dass keiner findet. Und wir müssen den Diskurs quasi, ja, wir brauchen da die Stammtischhoheit. Und das ist ein Thema, in dem wir uns A auskennen und wo wir diese Stammtischhoheit uns tatsächlich holen können, weil nämlich das, was die sogenannte etablierte Politik ist, die die jetzige Situation herbeigeführt haben, haben schon gezeigt, dass sie da keine Argumentationshoheit haben, weil das, was sie sagen, schlichtweg nicht stimmt oder total veraltet ist. Wir müssen uns auch schauen, dass diese Präventionsarbeit nicht kompliziert zu finden ist, wie jetzt unser Wiki, sondern dass es einfache Angebote gibt für Leute, die Vorträge selber auch halten wollen, Schulreferate schreiben wollen, Studienarbeiten schreiben wollen, sich einfach nur mal informieren, dass diese Leute leicht an diese Sache rankommen. Da haben wir uns auch Gedanken gemacht, wie das stattfinden könnte. Was wir aktiv hier machen, auch in der Region, wir unterstützen den Cannabis Social Club, so er sich denn in Neu-Ulm, Landkreis Günzburg und in Ulm gründet. Wir helfen den Leuten bei, zum Beispiel beim Gestalten der Satzung, wir helfen den Leuten beim Finanzamt, beim Registergericht, wir sagen ihnen auch, wie das alles überhaupt funktioniert, dass man einen korrekten Verein gründet. Wir unterstützen eben Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen, dadurch, dass wir ihnen Expertenmeinungen, Erfahrungen und unsere Stoffsammlungen zur Verfügung stellen.
Wir reden mit den Selbsthilfegruppen, zumal die, für die das Thema interessant wäre, wie zum Beispiel jetzt AMSE, aber auch welche, die sich um Suchtkranke kümmern oder auch um Schüler oder auch um gefährdete Jugendliche, um nur mal drei zu nennen. Wir sind sichtbar bei den Stammtischen. Wir bieten jedem Hilfe an zu dem Thema, der sich irgendwie informieren möchte, der sich einarbeiten will oder der irgendetwas gründen, weiterbringen oder sonst irgendwas veröffentlichen will. Und wir machen auch gemeinsame Infostände mit anderen Initiativen. Wir haben das denen angeboten, sie haben es bisher auch sehr dankbar angenommen. Im Juli werden wir jetzt das erste Mal als Piraten auf einer Cannabis-Messe auftreten, weil es nämlich das erste Mal in Deutschland seit 20 Jahren wieder eine Cannabis-Messe gibt. Und dann auch noch in Bayern, einfach weil es hat sich einer halt mal getraut. Und da haben wir unseren Stand schon gebucht, der Bundesvorstand hat es letzte Woche gemacht. Wir werden auch an den Kongressen, die stattfinden, teilnehmen. Und wir mussten uns gar nicht als Experten anbieten, die haben von sich aus gefragt, ob wir was tun wollten. Wir haben dankend Ja gesagt, werden dort jetzt auftreten auf der Cannabis-Messe in München mit dem Gründer der Graspirin-Kampagne von den Piraten NRW, mit unserem Sucht- und Drogenpolitischen Sprecher, mit meiner Wenigkeit und mit einem Landtagsabgeordneten aus NRW. Jetzt haben wir also zum Beispiel dann Leuten gesagt, das könnte euch helfen. Und dann gehen wir wieder und sagen jetzt noch viel Spaß dabei. Wir haben euch einen Weg gezeigt, wie ihr eure Krankheit lindern könnt, vielleicht sogar heilen. Und dann gehen wir wieder. Damit ist den Leuten nicht geholfen. Das heißt, wenn es tatsächlich Gruppen oder Einzelpersonen gibt, die sagen, ja, ich sehe, mir würde das helfen, aber ich weiß nicht, wie ich es machen soll, die können zu uns kommen. Wir helfen auch bei den Behördengängen und ich habe gesagt, wir unterstützen zivilen Ungehorsam. Da sieht es jetzt auch mittlerweile schon so aus, Leute, die es selber anbauen wollen, weil es einfach nicht anders geht, weil sie an das Zeug nicht mehr rankommen, weil die Apotheke nicht mehr liefern kann, weil sie sich nicht mehr leisten können. Es finden Kurse im Ausland statt zum Thema Cannabisanbau, wie es geht, theoretische und praktische Grundlagen. Wir helfen denen, wir vermitteln die Leute dann auf solche Kurse, wir helfen ihnen, dass sie die Chance haben, sowas zu besuchen im Ausland, wenn sie es denn wollen und wenn sie es denn können. Und dann haben wir noch etwas, das stelle ich hier jetzt zum allerersten Mal vor, diese Idee ist 2 Wochen alt, und zwar den sogenannten Cannabis-Informationsdienst. Das heißt, wir gründen einen piratennahen Verein. Also nicht wir werden, sondern wir sind bereits dabei, es zu tun. Und dort gibt es dann ein Angebot, das sich zum einerseits an die Medien richtet, denn die Medien braucht Experten, die sich zu dem Thema äußern. Und auch das sollen niedrigschwellig Leute von uns sein, die sich dann dazu äußern, zu wirtschaftlichen Themen, zu medizinischen Themen, zu strafrechtlichen Themen. Wir haben nämlich festgestellt, dass wir in unserer AG Drogen- und Suchtpolitik schlichtweg alles haben. Wir haben alle notwendigen Kompetenzen. Wir haben die Fachleute, die sind schon da. Bloß es kann sich niemand an diese Fachleute wenden, beziehungsweise jemand, wir wissen gar nicht teilweise, dass das Fachleute überhaupt sind. Das kam dann zufällig raus, so bei Gelegenheit. Das wird Zeit, dass das gebündelt wird, niedrigschwellig den Medien angeboten. Das heißt, es gibt eine Seite, ich kann da anrufen, ich kriege O-Töne, ich kann mir die Präsentationen, auch diese hier, hinterher runterladen. Wer ein Referat oder einen Vortrag oder was auch immer machen will, kommt an die entsprechenden Daten ran. Wenn wir irgendetwas bekommen, was wir veröffentlichen dürfen, eine medizinische Studie, wir haben neulich eine Doktorarbeit zum Thema Hanfgenetik bekommen, wir stellen das dann auf diese Seite online und dazu brauchen wir eben den Verein, weil wir dazu eine vernünftige Körperschaft brauchen. Wir wollen aber auch Leute außerhalb der Piratenpartei gewinnen. Natürlich hätten wir nichts dagegen, wenn die Leute dann urplötzlich innerhalb der Piratenpartei wären, aber wir wollen auch Leute außerhalb der Piratenpartei gewinnen, bei dieser Geschichte mitzumachen. Ja. Wie darf man bei dem Club oder wie das heißt, das sein? Da haben wir noch keine Regel dafür gemacht, aber es gibt keinen Grund, auch Jüngere da reinzuholen. Ja, da gibt es keine Grenzen. Es geht nur darum, dass man eben die Leute, die helfen wollen, und sei es auch in dem Kleinsten, sei es von mir aus die Webseite betreuen oder mal ins Forum gucken, da gibt es kein Mindestalter. Höchstalter auch nicht. Höchstalter auch nicht, genau. Was wir auch machen, es wird eine Presseschau geben, das heißt, wir werden die entsprechenden Artikel zu dem Thema zentralseitig pflegen, so gut wie es halt eben möglich ist, und werden dann auch zu den entsprechenden Angeboten, auch Suchtmittelberatung, auch die entsprechenden Ärzte, die dann bei der Erlaubnis helfen, dann verlinken und werden auch schauen, dass wir das Ganze dann mit entsprechender Aufklärung, insbesondere für Jugendliche, sehen, weil Cannabis bei einem sich noch entwickelnden Gehirn
kann Schäden anrichten, das weiß man mittlerweile. Das heißt, die Leute, die sich dafür interessieren und eben nicht krank sind, sondern es rein als Genussmittel nehmen sollen, sollen bitteschön abwarten, bis sie nicht mehr in Gefahr gehen, sich selbst in ihr Gehirn zu gefährden. Weil es könnte sein, dass genau der Teil des Gehirns dann geschädigt wird, den man dann hinterher wieder braucht im Studium, um seine Arbeit machen zu können. Und wenn der dann fehlt, dann hat er keinen Abschluss. Das ist dann dumm gelaufen. Genau, wofür machen wir das eigentlich, außer dass wir unser Programm umsetzen wollen? Wir haben ja was zu sagen. Was wir zu sagen haben, ist ja auch durchaus interessant. Nur, wieso ist hier nicht voll, wenn das so interessant ist, was wir zu sagen haben? Das heißt, die erste Geschichte ist immer, wenn wir uns zu dem Thema melden, dass wir begrüßt werden mit, ach, gibt's euch noch? Und man freut sich dann aber, dass es uns tatsächlich noch gibt und man arbeitet dann durchaus mit. Das heißt, hier müssen wir wieder irgendetwas tun. Wir haben hier mehrere Themen in unserem Parteiprogramm, die gerade heiß gespielt werden, wie zum Beispiel das Thema Datenschutz, Freifunk, Snowden und so weiter. Aber auch zu diesem Thema haben wir eine einheitliche Meinung innerhalb der Partei, die Konsens ist und wo dann nur noch über das Wie diskutiert wird, aber nicht mehr über das Ob. Aber das ist ein Thema, wir merken es gerade an den Petitionen im Internet, wir merken es an den Fragerunden von Frau Merkel, wo das Thema eins ist. Wir haben es gemerkt bei der ProSieben-Show, wo der Kandidat vom Handverband mit der Million nach Hause gegangen ist. Es scheint die Leute zu interessieren und sie suchen einen kompetenten, ideologiefreien Ansprechpartner. Und jo, das sind wir. Jetzt ist die Frage, wie können wir das machen? Es gibt momentan zu dem ganzen Thema, es gibt keine Infrastruktur. Das heißt, jemand möchte sich über das Thema Prävention informieren, kann er zur Drogenhilfe gehen. Die kennen sich halt aus mit dem Thema von Kaffee angefangen und bei Heroin, Methadon aufgehört. Aber du kannst von jemandem nicht verlangen, dass er sich in allem auskennt. Insbesondere, wenn es um ein Thema geht, wo die Datenbasis so dermaßen wackelig ist wie bei Cannabis. Die Frage ist auch, wie sieht diese Regulierungsbehörde aus? Wo soll die sein? Wer sitzt da drin? Wer sorgt dafür, dass was eigentlich entschieden wird? Wer kontrolliert was? Wer lässt eigentlich was zu? Keiner weiß irgendwas. Man muss eine Meinung haben. Wir haben ja netterweise eine Meinung, die müssen wir halt mitteilen und uns dann, wenn es drum verhandelt wird, wie das Ganze denn geschaffen wird, müssen wir mitreden. Dann überhaupt, welche Hanfsaaten werden zugelassen für eine medizinische Anwendung, für eine Genussmittelanwendung? Momentan gibt es gar nichts. Momentan gibt es einen schönen Automaten in Hörbrands und eine Tafel auf der Gegenseite, wo dran steht, für was was gut ist und ein paar Internetseiten, aber irgendetwas, wo man sagen kann, das ist hier die gezüchtete Sorte gegen Multiple Sklerose. Pech gehabt. Allein schon deswegen, weil die Leute ihr Zeug nicht in ein Testlabor geben können, geht nicht. Auch nicht, weil die Leute nicht schneller züchten können, denn für eine schnellere Zucht ist eine Mutation der Hanfpflanze notwendig und eine Mutation erreicht man hervorragend durch radioaktive Strahlung. So, jetzt haben Sie 20 Hanfpflanzen und 1 Gramm radioaktives Material. Sie sind die nächsten 20 Jahre beschäftigt. Die Tomatenindustrie zum Beispiel oder bei Kartoffeln, da macht man das so, das Zeug geht nach Gundremmingen, eine entsprechend größere Menge am Sanftgut. Saatgut wird entsprechend radioaktiv bestrahlt, das heißt, wird der Strahlung da drin im Reaktor ausgesetzt, dann mutiert es. Und das, was an erwünschten Mutationen dabei ist, das wird dann weitergezüchtet. Hat den großen Vorteil, da ist man nach 8 Wochen genau im Bilde, was da rausgekommen ist und kann dann in einem Jahr mehrere Generationen machen. Geht bei der Hanfpflanze nicht, da wird das halt in irgendwelchen Grow-Räumen, in irgendwelchen Hallen, wird da Hobby gezüchtet und wenn was Schönes dabei rauskommt, was einem gerade so passt, dann wird es in der Richtung weiterentwickelt und dann an einzelnen Personen getestet, hilft es dir, ja, nein, und dann spricht sich das rum. So läuft momentan das Thema medizinisches Cannabis in Europa. Da sind die USA schon deutlich weiter, dank Colorado und dank Kalifornien. Und was wird irgendwann mal passieren? Die haben das Saatgut, die haben die Pflanzen, die haben die Testlabore und wenn hier irgendwas reguliert wird, kommen die an und hier kriegt dann nicht mehr deutscher Hanf, sondern hier gibt es dann amerikanisches Marihuana aus dem Genlabor und die kassieren dann das Geld und wir kassieren nichts, die Krankenkasse zahlt und zwar direkt in die USA. Übrigens auch ein interessanter Faktor beim Thema TTIP, weil die könnten sich dann mit TTIP diese ganzen Hanfsaaten schützen lassen. Uns dann sagen, wie ihr mit Cannabis umgeht, entspricht nicht dem Bündnis dieses Dings. Ihr müsst das in irgendeiner Form regulieren und zulassen. Und übrigens, zugelassen ist nur das, was folgende Bedingungen erfüllt. Und die Bedingungen haben wir hier schon mal dabei. Und sobald ihr das dann ratifiziert habt, eigentlich braucht ihr das gar nicht, ist Investorenschutz, dann führen wir das bei euch ein. Und viel Spaß auf unserem Schiedsgericht beim Dagegenklagen. Ist hier noch der Schaden, der uns dadurch entsteht?
Ja, der volkswirtschaftliche Schaden, das kannst du ausrechnen, aber nee, das... Sondern? Sondern von Amerika her, dass ich sage, eure Tätigkeit in Europa entsteht uns dann dieser Schaden und den klagen wir ein. Das könnte natürlich dann auch noch kommen, dass wieder Rudolf zu treffen sagt. Ich sag's mal gerade für die Stream-User auch noch, dass uns die USA dann auch noch für unsere restriktive Haltung dann auch noch verklagen. Und wir das dann auch noch zahlen dürfen. Ja. Und das wird in Amerika entschieden, dann nicht in Europa. Ja. Auch die Testlabore, die entsprechend zertifiziert sind, in den USA gibt es jede Menge. Auch die wissen schon, wie eine Abgabestelle auszusehen hat. Die haben im Gesetz bereits festgelegt, dass die Steuereinnahmen, der Anfang der Steuereinnahmen in die Schulbildung und ins Beratungsangebot geht und die weiterverarbeitende Industrie, so eine Cannabispflanze, pflückt sich nicht von alleine und veredelt sich auch nicht. Da braucht es Werkzeug dazu. Die USA entwickeln gerade wie blöd Werkzeug und es muss sich eigentlich da nur jemand hinstellen und sagen, ich habe da irgendwas mit Cannabis erfunden und suche Investoren, dann wird gleich hier geschrien, denn momentan haben wir eine Niedrigzinsphase, wie wir alle wissen, und gleich. Und angesichts dieser Niedrigzinsphase sucht Kapital Investitionsmöglichkeiten, und zwar möglichst risikoarme Investitionsmöglichkeiten mit relativ hohem Ertrag. Und da ist man in den USA mittlerweile draufgekommen, in Cannabis zu investieren, weil stabiler Abnehmermarkt, steigende Branche, explosiv wachsend, es gibt völligen Wildwuchs, man kann momentan noch machen, was es will und man kriegt deutlich mehr wie auf dem Sparbüchle. Und deswegen geht gerade sehr, sehr viel Geld ins Cannabis-Business oder mittlerweile, auch da gibt es schon eine kleine Blase in den USA, alles, was nur irgendwie den Namen Cannabis hat, steigt im Aktienkurs. Ja, Martin? Jetzt hast du gerade gesagt, dass wir bei uns eben genau diese Geschichten noch nicht haben, Regulierungsbehörden etc., richtig, die Erfahrungen. Schilderst du jetzt gerade, dass in Amerika gerade dabei sind, sowas zu entwickeln? Habt ihr euch das schon mal genauer angeschaut? Muss ja nicht unbedingt alles schlecht sein, was aus den USA kommt. Nein, ganz und gar nicht. Es ist sogar überhaupt nicht schlecht und wir sind heilfroh um die technischen Sachen, die momentan rüberkommen. Was übrigens lustig ist, alles, was aus den USA rüberkommt, deckt sich mit unseren Erkenntnissen. Alles das, was die AG Sucht- und Drogenpolitik schon seit ihrer Gründung behauptet hat im Wiki, man kann das auch nachlesen, seit 2009, seit 2010, das stimmt auch so, das wird von den USA bestätigt. Das Dumme ist nur, es merkt eigentlich keiner, außer er muss hier einen Vortrag halten und sucht sich die Daten von damals raus und guckt dann, ob das, was wir damals behauptet haben, auch immer noch stimmt. Aber im Prinzip waren wir Piraten hier übrigens so ziemlich als einzige Partei von Anfang an auf der richtigen Seite und haben auch Anfang an die Tatsachen behauptet, die sich jetzt in den USA erhärten. Deswegen erwarte ich es auch einfach, dass wir als kompetent wahrgenommen werden von den entsprechenden Stellen, die das schaffen müssen, weil offenbar sind ja wir diejenigen welchen, die wussten, wie es geht. Und wir haben es ja nicht verlernt. Noch weitere Fragen? Dann danke ich für die Aufmerksamkeit.